So, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es dringend notwendig ist, egal welchen Ballflug du möchtest, dass der Schlägerkopf die Schwungebene findet. Hallo, du bist beim Wonhoji Golf. Freue mich sehr, dass du da bist und falls du es bist, dass du Abonnent von diesem Kanal bist. Okay, ich spiele jetzt Loch Nummer 5 von dem Schatthausplatz hier im Golfclub Lütetsburg. Dieses kleine Loch hat es in sich. Wie du siehst, die Bahn ist sehr, sehr eng. Das ist ein Par 4. Der Wind ist ziemlich stark von links nach rechts. Wasser links, Wasser rechts. Ich denke, dass auf jeden Fall hier der richtige Ballflug ein Links-Rechts-Ballflug ist. Also der Wind wird diesen Ballflug verursachen. Mein Gefühl ist, einen geraden Ball zu schlagen, das ist wichtig. Übrigens, von der Taktik hier ist es auch wichtig, dass ich auf jeden Fall schaue, dass meine Bälle links starten, damit sie erstmal ein bisschen über Land fliegen. Weil es kann sein, bei dieser engen Bahn, dass ich einen Ball ins Wasser schlage. So, in dem Fall ist es dann viel, viel besser, wenn der Ball da hinten links ins Wasser geht, weil von dort kann ich droppen, aufs Grün spielen. Ich kann immer noch ein Paar spielen. Aber wenn ich hier vorne rechts ins Wasser oder in diese Penalty Area schlage, das ist wie aus. So, das ist ein ganz wichtiger taktischer Punkt. Nun, dieser Links-Rechts-Ball ist schön. Die Pros machen es sehr viel unter Druck. Aber man kann den Ball sehr schnell nach rechts verlieren. Und man kann auch Länge verlieren. So, ich möchte dir sagen, falls das dein Ballflug ist, oder falls du diesen Ballflug möchtest, was du denken musst, wenn du eine Tendenz hast nach rechts. Okay, so auf jeden Fall auf der rechten Seite aufziehen. Das ist die Seite der Gefahr. Und jetzt werde ich ein Ziel aussuchen. Ich ziele reichlich nach links. Der Wind ist stark. So auf den linken Bunker. Okay, ich richte mich so aus. Und jetzt mein Schwunggedanke, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste von diesem Video, ist es, auf der Ebene runterzukommen. Oder anders gesagt, leicht von innen. Nur weil der Ball in Links-Rechts-Kurve machen wird, heißt nicht, dass ich von außen schwingen muss. Niemals von außen schwingen. Bleib auf der Ebene, komm vielleicht etwas von innen. So, wie ich vielleicht schon in anderen Videos erwähnt habe, damit ich die Linie finden kann, schaue ich, dass meine Hände im höchsten Punkt etwas höher sind, weil da kann ich senken. Und von da kann ich sehr neutral an den Ball kommen und den Ball geradeaus schlagen. Der Wind wird in diesem Fall den Rest machen. Falls du möchtest, dass der Ball auch ein bisschen mehr Drall bekommt, dann kannst du, nachdem du die Ebene gefunden hast, und bitte, du brauchst höhere Hände, oberhalb der rechten Schulter, kannst du dann beim Durchschwingen ein bisschen mehr nach links ziehen. Und so entsteht ein bisschen mehr Drall nach rechts. Und keine Angst, solange du hier bist, wird das Linksziehen nur ein leichter Drall nach rechts bedeuten. So, noch einmal. Erster Bunker. Ich muss gucken, ob ich alle drei aufs Fairway bekommen kann. Okay, es geht los. So, von innen kommen auch, wenn der Ball leicht nach rechts fliegen muss. Der startete links, landete vor dem Bunker und sprang nach rechts. So, der ist in Ordnung. So, diesmal richte ich mich ein bisschen weniger nach links aus. Aber der Ball ist auf jeden Fall gegen den Wind gedroht. Und das ist, was ich möchte. Der Wind drückt ihn dann wieder gerade. Okay, der Ball hatte ein bisschen mehr Drall. Ist wirklich weit geworden. Es ist wirklich interessant. Man kann mit dem Links-Rechts-Ball den Ball weit schlagen. Hauptsache,
man ist auf der Ebene beim Abschwingen. Okay, so, das möchte ich jetzt schaffen. So, ich ziele jetzt zwischen diesen zwei Bunkern, das reicht anscheinend. Hoch, runter und ganz normal durchschwingen zum Ziel. Dieses ist, muss ich sagen, es war ein bisschen knapp, aber auf jeden Fall war der Ball lange geflogen über Land. So, ich denke, wenn der Rex im Wasser gelandet ist, dann habe ich nur 50 Meter. Schade. So, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es dringend notwendig ist, egal welchen Ballflug du möchtest, dass der Schlägerkopf die Schwungebene findet. Am besten bekommst du auch deine Hände so nah wie möglich an diese rote Linie, dass die Hände dann so dicht wie möglich an der roten Linie sind. Und die ganze Geschichte ist einfacher, wenn die Hände auch hier oben auf der Ebene sind. So, worauf du achten kannst, wenn du dich filmst, ist, dass der linke Arm einigermaßen parallel ist zur Schwungebene. Vom Gefühl her solltest du die Hände sollten ihr so vom Gefühl her oberhalb der rechten Schulter sein. Okay, so von der Position, von dieser hohen Position, ist es möglich durch Senken der Arme. Meine erste Bewegung hier ist eine Verlagerung nach links. Da übe ich, wenn man meine linke Ferse jetzt anschaut, sieht man, dass die ganz leicht in der Luft ist. So, das erste, was ich tue, ist, ich drücke diese Ferse in den Boden. Und das ist nichts anderes als eine Verlagerung und sehr wichtig, keine Drehung. Wenn ich mich zu sehr, wenn ich zu früh drehen würde, dann würde meine Hände in diese Richtung sich bewegen. Aber wie du siehst, die bewegen sich erstmal nach unten, bevor sie nach vorne kommen. Okay, so, auch wenn deine Bälle eine Links-Rechts-Kurve haben sollten, solltest du versuchen, diese Linie zu finden. Wenn deine Bälle eine starke Links-Rechts-Kurve haben, dann umso wichtiger ist es, dass du in diese Position kurz vor dem Treffmoment kommst. So, hier haben wir Ball 1. Knapp, aber gut. Ball 2 liegt super. Fast das Grün getroffen und Glück gehabt. Ball 3. Ich habe einen schönen Birdie-Pitch ins Grün. So schlimm war es nicht. So, ich hoffe, dass du von meinem Misserfolg jetzt lernen kannst. Denk daran bitte, auch wenn du einen Links-Rechts-Ball spielst, komme von innen und du wirst langfristig davon profitieren. Danke, dass du zugeguckt hast und hoffentlich sehen wir uns auf einer Golfreise zusammen. Alle Informationen findest du unter diesem Video. Tschüss!